Was geht, Jungs? Ich habe in den letzten Tagen mal wirklich wieder meine psychische Gesundheit geopfert, nur damit ihr wieder Qualität vom Feinsten habt. Ich habe mich mit ein paar Leuten vom r/place Austria Discord zusammengesetzt und ein Österreich-Eisberg entwickelt. Und den möchte ich mit euch heute runterbrechen. Ihr kennt doch sicher alle diese fucking Eisberg-Videos, wo es um so ein bestimmtes Thema geht. Ganz oben sind immer die Sachen aufgelistet, die sehr bekannt sind, und so tiefer es geht, desto unbekannter werden die Sachen und auch desto mysteriöser werden sie. Und ich würde sagen, ich laber nichts mehr Belangloses jetzt, ab geht's ins Video. Mozart. Ich denke, zu Mozart muss man nicht viel sagen. Einer der bekanntesten Musiker und Komponisten aller Zeiten, wahrscheinlich die bekannteste österreichische Person. Naja, vielleicht die zweitbekannteste, wir kommen da später dazu. Österreich-Ungarn. Österreich-Ungarn, auch bekannt als die Doppelmonarchie, war eine Realunion der letzten Zeit der Habsburger-Dynastie. Sie bestand von 1867 bis zum Ende des Ersten Weltkrieges. Franz Josef. Der österreichische Kaiser Franz Josef ist wohl einer der bekanntesten aller Habsburger jemals. Er regierte Österreich für den größten Teil des 19. Jahrhunderts und auch Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Habsburger. Die Habsburger-Familie war wohl die einflussreichste Familie ganz Europas jemals und hat halb Europa mit ihren Monarchen ausgestattet. Heute hört man eigentlich nicht mehr viel von ihnen, außer dass sie sich dauernd aufregen, dass sie keinen Vorn-Titel mehr tragen dürfen in Österreich. Arnold Schwarzenegger. Seien wir ehrlich, jeder kennt Arnold, wohl der Österreicher, der das Internationale am weitesten gebracht hat. Bodybuilding-Legende, Schauspieler, Gouverneur von Kalifornien, wirklich, dieser Mann hat wirklich alles im Leben gemacht, was man machen kann. Franz Ferdinand. Franz Ferdinand war der Thronfolger von Franz Josef, jedoch wurde er 1914 assassinated, was dann zum Ersten Weltkrieg geführt hat. Krampus. Nein, ich rede nicht vom beschissenen Film, sondern von der Figur Krampus. Krampus ist wohl die bekannteste Sage in ganz Österreich. In Österreich hat man besonders früher gern mal Kinder durch Angst erzogen. Und falls du unartig warst, peitscht er dich aus, packt dich in seinen Sack und verschwindet einfach mit dir. Almdudler. Almdudler, wohl eines der bekanntesten Getränke, was jemals aus Österreich hervorging, wirklich. Es ist so lecker, ich habe es für eine Zeit sogar als mein Lieblingsgetränk betrachtet. Und man kann nie falsch mit einem Almdudler gehen. Österreichischer Maler. Wir alle wissen, wer der österreichische Maler ist. Es war ein sehr, sehr wütender Mann, der versucht hat, alle deutschsprachigen Leute unter einem Land zu vereinen und hat auf dem Weg sehr, sehr schlimme Sachen getan. Wir reden nicht über ihn. Die Ibiza-Affäre. Im Mai 2019 wurde ein Video veröffentlicht, was, glaube ich, mittlerweile jeder einzige Österreicher kennt. Das Video wurde 2017 gedreht und zeigt zum Beispiel Heinz-Christian Strache, wie er mit einer Russin über die Übernahme der Kronenzeitung redet. Das ist nur ein kleiner Teil des Videos, aber wirklich das Ganze war Top-Tier-Korruption und hat dann zum Ende der ÖVP-FPÖ-Koalition geführt. Und sogar ein paar Tage später für die Entlassung der ganzen Kurzregierung. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir noch etwas tiefer gehen. Felix Baumgartner. Felix Baumgartner ist ein österreichischer Extremsportler, der aus fucking 21.800 Meter Höhen einen Stratosphärensprung hingelegt hat. Das Kaisertum Österreich. Das Kaisertum Österreich wurde von Franz II. 1804 gegründet und gilt als Vorgänger von Österreich-Ungarn. Es galt als sehr instabil, wodurch es dann zerfiel und Österreich-Ungarn geboren wurde. Sound of Music. Der Sound of Music ist ein Film, der 1965 erschienen ist und in Österreich gedreht worden ist. Bei den Amis ist er heutzutage immer noch sehr beliebt und wohl der einzige Grund, dass die meisten überhaupt von Österreichs Existenz dort wissen. Heiliges Römisches Reich. Das Heilige Römische Reich, auch bekannt als das Heilige Römische Reich deutscher Nation, war sehr kompliziert. Doch ultimativ war es das Herrschaftsgebiet des römisch-deutschen Kaisers und wurde zu seiner späteren Zeit fast durchgängig von den Habsburgern kontrolliert. Aber grundsätzlich kann man sagen, das Heilige Römische Reich war weder heilig, noch römisch, noch ein Reich. Die Rot-Weiß-Rot-Legende. Die Rot-Weiß-Rot-Legende ist die Legende, wie die österreichische Flagge entstanden ist. Die Legende besagt, dass Leopold V. einen weißen Waffenrock trug und dann nach einer Schlacht das Ganze voller Blut war, aber er sein Gürtel abgenommen hat und da noch ein weißer Streifen in der Mitte war. Und so soll die Österreich-Flagge entstanden sein, was aber wahrscheinlich nur die Legende ist. Strache Clash of Clans. Fucking Heinz-Christian Strache soll monatlich bis zu 3.000 € für Clash of Clans ausgegeben haben.
von seinem Parteigeld. Strache hat sogar mal gestatet, dass er das wirklich gekauft hat. Allerdings wollte er das nicht vom Parteigeld bezahlen, sondern von seinem eigenen Geld. Ich würde es ihm glauben, hätte er das nicht fucking monatelang gemacht. Wirklich monatelang bis zu 3000 Euro im fucking Clash of Clans reingepumpt von seinem fucking Parteigeld. Dieser Mann macht mich so fucking fertig. Ich weiß nicht, wie so ein Mensch existieren kann. Und ja, ein Interview mit ihm wurde auch mal unterbrochen, weil er eine fucking Clash of Clans Benachrichtigung auf seinem Handy bekommen hat. Tom Tobo. Tom Tobo ist eine österreichische Kriminalkinderserie, bei dem Tom Tobo, Jan fucking Dreirad und Thomas sein Partner zusammen Fälle lösen müssen. Es ist eine fantastische Serie, bitte schaut euch alle 407 Folgen sofort nach diesem Video an. Ich meine, ihr wollt euch sicher nicht Fritz Phantom verpassen, oder? Karl der Fünfte. Karl der Fünfte von Habsburg gilt wahrscheinlich als der mächtigste Österreicher, der jemals gelebt hat. Er hat in seinen jüngeren Jahren immer mehr und mehr Gebiete geerbt, bis sein Reich dann irgendwann so aussah. Er war Kaiser des Heiligen Römischen Reichs, Erzherzog von Österreich, König von Spanien und regierte unter anderem einige burgundische Besitzungen, die das heutige Niederlande, Belgien sowie einige Teile der Schweiz sind. Außerdem hatte er noch ein großes Herrschaftsgebiet in Italien. Jedoch konnte er sein großes Reich natürlich nicht auf lange halten, deswegen hat er sich entschieden, einige Titel an Verwandte zu geben. Österreichisch-Mexiko. An einem Punkt in der Geschichte haben Österreicher wirklich Mexiko kontrolliert. Wir reden hier über Maximilian I., dem Bruder von Franz Josef. Er wurde unter Napoleon III. Als Kaiser Mexikos eingesetzt. Natürlich haben das die Mexikaner nicht so gemocht und haben ihn ermordet. Es ist, was es ist. Der hölzerne Almputz. Jetzt sind wir langsam an ein Level angekommen, wo die abgefuckte, mysteriöse Scheiße losgeht. Die Legende des hölzernen Almputzes geht folgendermaßen. Einmal gingen drei Jäger von Hötting auf die Jagd. Weil sie jedoch spät noch hoch oben im Gebirge waren, wollten sie nicht mehr nach Hause gehen und entschieden sich lieber auf der Ambrückler Alm in einer Hütte zu schlafen. Sie haben dann ein bisschen Shit gemacht in der Hütte, haben Feuer gemacht und einer hat dann so eine Puppe geschnitzt. Weil sie es lustig gefunden haben, haben sie die Puppe menschlich angezogen und ihr Speck in den Mund gerammt. Dem jüngsten der drei Jäger war das allerdings zu sass und er hat nicht dabei mitgemacht. Einer der Jäger hat der Holzfigur dann Schnaps ins Maul geschüttet und dann ist die Post richtig abgegangen. Es fing überall gleich an zu blitzen und zu donnern und sie haben die Figur schnell ins Feuer geworfen. Daraufhin haben sie sich oben in ihrem Bett versteckt, allerdings war die Holzfigur schon da und hat sich ein Punishment für sie ausgedacht. Den jüngsten, der nicht mitgemacht hat, hat er nur gespankt, den zweiten hat er so fett auf den Fuß getreten, dass er bis zum Lebensende gehumpelt hat und den dritten hat er einfach mal den Kopf abgerissen und draußen aufgehängt. Bitte, ich weiß nicht, warum Tiroler Märchen so cursed sind, okay? Merkur. Dazu gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen. Billa, die Dachgesellschaft von Merkur, hat sich Ende 2021 dazu entschieden, alle Merkurs in Billa Plus umzubenennen. Fucking Schande, Merkur war so ein österreichischer Classic und sie haben ihn uns einfach weggenommen. Keiner macht früh morgens auf und denkt sich, ich gehe heute zum Billa fucking Plus. War das eigentlich nicht fucking stupid, das in Billa Plus umzubenennen, weil wer geht dann eigentlich noch in den normalen Billa? Ich glaube wahrscheinlich wieder vor niemand. Kugelmugel. Edwin Lippburger hat 1971 in der Wiener Neustadt eine riesige Kugel aufgestellt. Das Krasse ist, dass er dafür nie eine Baugenehmigung eingeholt hat und dass er damit argumentiert hat, dass seine nur vorübergehend stabilisierte Kugel ein positiv konstant gekrümmter zweidimensionaler Raum ist und der kein Begriff im Sinne der niederösterreichischen Bauordnung. Er stellte dort außerdem gekrümmte Ortstafeln auf, was dann zu einem Rechtsstreit führte und er zu 10 Wochen Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Nachdem er jedoch wieder rausgekommen ist, hat er sich selber als Revolutionsführer betitelt und die Republik Kugelmugel ausgerufen und sie zu einem Mikrostaat ernannt. Natürlich wird die von keinem einzigen Land außer einer Mikronation natürlich anerkannt. Und bis heute gibt es in der Wiener Neustadt eine Botschaft für die Republik Kugelmugel. Córdoba 1978. Córdoba 1978, in Österreich genannt Wunder von Córdoba und in Deutschland genannt Schmach von Córdoba, war ein Fußballspiel in der 1978er Fußballweltmeisterschaft in Córdoba, Argentinien. Deutschland war damals der amtierende Weltmeister und Österreich hat fucking Deutschland 3:2 besiegt. Ich kenne mich mit Fußball nicht so gut aus, aber es hatte einen riesigen Impact in Österreich. In Österreich wurde später eine Briefmarke gedruckt mit Krankels entscheidendem Tor. 2009 wurde außerdem in Wien im Floridsdorf der Córdoba-Platz ausgerufen. Und allem in allem wurde von den Österreichern und auch von der Kronenzeitung als größter Sieg aller Zeiten anerkannt. Es war da in der WM schon fix, dass Österreich ausscheiden wird und dass sie am Tag danach, nach diesem Spiel, nach Hause fliegen werden. Jedoch haben sie die Deutschen besiegt und sind dann mit den Deutschen zusammen im gleichen Flugzeug nach Hause geflogen.
Die Tension bei denen wollt ihr euch sicher nicht vorstellen. Tienzin. Es wird ja allgemein behauptet, dass Österreich-Ungarn keine Kolonien hatte. Aber jedoch ist das nicht ganz richtig. Österreich-Ungarn hatte eine Kolonie. Ein Stadtteil von Tienzin. Es kam damals zu einer Einigung, die sagt, dass die Stadt Tienzin, auch Tianjin genannt, von den weltlichen Großmächten aufgeteilt wird und darunter auch Österreich. Diese österreichische Kolonie existierte von 1901 bis 1917. Vereinigte Staaten von Großösterreich. Wir wissen alle, dass Österreich-Ungarn sehr instabil war, was auch zum Zerfall dessen geführt hat. Jedoch wollten einige politische Gruppierungen natürlich genau das verhindern und sind deswegen mit einem Plan aufgekreuzt. Dieser Plan heißt die Vereinigten Staaten von Großösterreich. Es wird das jetzige Österreich-Ungarn genommen und in verschiedene Verwaltungsbezirke aufgeteilt. Jede ethnische Gruppierung sollte dann seine eigenen Gesetze machen dürfen und über ihre eigene Region bestimmen. Man kann sich das eigentlich genauso vorstellen wie die Staaten in den USA. Man kann darauf sogar mehr oder weniger einige der heutigen Grenzen erkennen. Jedoch kommt jetzt das Krasse. Franz Ferdinand wollte das, sobald er Kaiser wäre, einführen lassen. Jedoch wissen wir alle, was mit ihm passiert ist. Sein Tod hat den Ersten Weltkrieg gewagt. Falls er damals nicht umgebracht worden wäre, wäre Österreich heute noch eine europäische Großmacht. Verwesung in der Wiener U-Bahn. Die Verwesung in der Wiener U-Bahn ist eine Wiener Legende, die es schon seit Jahrzehnten gibt. In der Wiener U-Bahn-Station Stephansplatz gab es schon immer einen fauligen Gestank. Die Legende besagt, dass damals beim Bau der Wiener U-Bahn viele Arbeiter, besonders wegen den schlechten Bedingungen unten gestorben sind und auch wegen den schlechten Verhältnissen man sich irgendwie nie um die Leichen gekümmert hat und die jetzt einfach unten liegen und verwesen, und das soll wohl den Gestank erklären. Aber wenn man jetzt real daran geht, gibt es entweder zwei Erklärungen. Die Wiener Stadtsprecherin Christa Tukzey hat damals gesagt, dass früher bei der Richtung von Gebäuden oft kleine Tiere eingemauert worden sind, damit der Bestand des Gebäudes gesichert werden kann. Die zweite Erklärung ist jedoch etwas weniger mystisch und sagt, dass beim Bau der Wiener U-Bahn ein biologisches Bindemittel verwendet wurde, weil der Stephansplatz einen sandigen Boden hat. Wenn das Grundwasser etwas steigt, reagiert das Mittel damit und stinkt. Und ich glaube, dass in der Wiener U-Bahn bis jetzt nochmal keine Leichen gespottet worden sind, also vielleicht könnt ihr da mal nachschauen gehen. Falls ihr was findet, sagt Bescheid. Friedhof der Namenlosen. Damals in Österreich wurden in sehr kurzer Zeit entlang der Donau Wasserleichen gefunden, die nicht identifiziert werden konnten. Da das so viele Leichen waren und eigentlich keiner so richtig wusste, wer das überhaupt ist, hat man einen eigenen Friedhof dafür gemacht, der als Friedhof der Namenlosen bekannt ist. Frau Hitt. Frau Hitt ist wieder eine Tiroler Legende. Es gibt viele verschiedene Versionen der Legende, aber eine besagt, dass Frau Hitt eine sehr reiche Frau war, die ein Kind hatte. Und eines Tages ging sie durch den Wald und hat eine Bettlerin getroffen, die sehr Hunger hatte. Frau Hitt war aber geizig und hat ihr nur einen Stein gegeben. Als sie jedoch wieder zu Hause war, hat sie mit ihrem Sohn in fucking Milch gebadet, was die Bettlerin nicht so sehr gefreut hatte, deswegen hat sie verflucht und sie wurden zu Steinen. Und man soll sie heute noch mit ihrem Kind an der Nordkette erkennen können. Und wenn ich so drauf schaue, ich meine, ich wohne in Tirol und sehe die Nordkette sehr oft. Ich sehe es ein bisschen, ich weiß, warum die Leute sowas sagen, aber man kann da viel reininterpretieren. Teufelstein. Im Norden des Bezirks Birkfeld dehnen sich die Fischbacher Alpen aus. Auf einem der Berge befinden sich übereinander gestapelt drei riesige Felsbrocken, die Teufelstein genannt werden. Die Sage besagt, dass der Teufel damals keinen Bock mehr auf die Hölle hatte und wieder in den Himmel wollte, und da ist ihm der Deal vorgeschlagen worden, der heißt, wenn du genug Steine aufeinander stapelst und da in den Himmel kletterst, darfst du wieder in den Himmel, aber bevor zwei Glockenschläge erklingen. Also hat der Teufel ein paar Steine übereinander gestapelt und dann waren die zwei Glockenschläge auch schon rum und er war wieder in der Hölle. Die Steine jedoch hat der Teufel dagelassen. Wille sage auf jeden Fall, die nur dadurch entstanden ist, dass drei Steine ein bisschen weird ausschauen, nutze Sicherheit, dass der Ort nicht verflucht ist, haben sie auch daneben ein Kreuz platziert. Teufelskammer Schloss Tratzberg. Zwischen Schwarz und Jenbach steht in Tirol Schloss Tratzberg. Die Legende hier besagt wieder folgendes. In Schloss Tratzberg soll es spuken, und zwar in einem bestimmten Raum, der Teufelskammer genannt wird. Ein Ritter soll hier vom Teufel geholt worden sein, weil er statt in die Messe zu gehen lieber geschlafen hat. Dabei zog ihn der Teufel durch die Wand und die Blutflecken sollen der Sage nach immer noch zu sehen sein. Dieser Raum wird deswegen auch Teufelskammer genannt. Die heutige Schlossherrin jedoch hat keine Geister gesehen. Ihre Tochter berichtet allerdings davon, dass sie als Kind eine unheimliche Begegnung mit einem toten Verwandten in der Teufelskammer gehabt haben soll. Sie ist auf jeden Fall ein Average Geist-Fan, die Story ist natürlich real und ist nicht nur wegen bisschen Fame. Josef Fritzl. Josef Fritzl ist ein verurteilter niederösterreichischer Sexualstraftäter, der seine eigene Tochter von 1984 bis 2008 in seinem Keller gefangen hat und mit ihr 7 Kinder gezeugt hat. Wegen Inzest jedoch sind die meisten Kinder schon im frühen Alter gestorben. Ein totes Kind hat er sogar in seinem Ofen verbrannt.
Er war bis 2021 eingesperrt und ist seitdem wieder frei. Zurzeit ist er 88 Jahre alt und falls er in Niederösterreich lebt, watch out for Josef. Jörg Lanz von Liebfels. Jörg Lanz von Liebfels, eigentlich Adolf Josef Lanz, war ein österreichischer Ariosoph und Hochstapler. Er prägte den Begriff Ariosophie, was so viel ist wie eine extrem rassistische, antisemitische Religion, und gründete außerdem noch den Neutemplerorden. Bis heute gilt er als der Mann, der Adolf Hitler die Ideen gab. Den Neutemplerorden hat er 1900 gegründet und der ist natürlich auch schon lang verboten. Franz Reichelt war ein österreichischer Schneider, der in Frankreich lebte. Er wurde 1878 geboren und hatte gedacht, er hätte einen Fledermausanzug entwickelt. Ja, er dachte, er wäre Real-Life Batman. Am 4. Februar hatte er sich dann entschieden, diese Erfindung auszutesten und selbst damit vom Eiffelturm zu springen. Also sprang er vom Eiffelturm und der Fledermausanzug funktionierte nicht und er starb. Ich würde das Ganze nicht so weit unten machen, würde es nicht ein Video davon geben, wie er springt und aufprellt. In dem Video ist dabei außerdem noch zu sehen, wie einige Schaulustige seine Leiche dann wegtragen. Jack Unterweger. Jack Unterweger, geboren 1950, war ein Mann, der am 12. Dezember 1974 eine Frau umbrachte. Da er sie auf brutaler Weise mit dem Draht ihres Bürstenhalters strangulierte, wurde er wegen besonderer Gefährlichkeit in der Justizanstalt Stein inhaftiert. Bereits im April 1973 hatte man ihn verdächtigt, in Salzburg die 23-jährige Marika Horvath ermordet zu haben. Diese Tat konnte mir doch nie nachgewiesen werden. Außerdem wurden dort die Ermittlungen angestellt, nachdem er für den Mord an Margret Schäfer zu lebenslanger Haft verurteilt worden war. Unterweger hat in seiner Haft angefangen, viel zu schreiben. Er hat mehrere Romane wie Fegefeuer geschrieben, was sogar verfilmt worden ist, wo er sogar beim Drehbuch mitgeholfen hat, oder Die Reise ins Zuchthaus und Kerker geschrieben. Außerdem hat er noch viele Erzählungen geschrieben, sowie zahlreiche Gute-Nacht-Geschichten für die Sendung des Traummännlein. Die Sendung Traummännlein wurde damals sogar auf ORF ausgestrahlt. Also, falls ihr schon etwas älter seid, besteht die Chance, dass ihr zu einem seiner Gute-Nacht-Geschichten eingeschlafen seid. Er galt als einer der resozialisiertesten Bürger Österreichs und wurde deswegen 1990 einfach so freigelassen. Jedoch 6 Monate später begann er eine Mordserie und hat 9 Prostituierte ermordet. Er hat sie alle auf die gleiche Weise getötet, er hat ihre Unterwäsche zu einem Henkersknoten gebunden und sie damit alle stranguliert. Es gibt sogar einige Beweise dafür, dass er sogar 11 umgebracht hat. 8 in Prag, Graz, Lustenau und Wien sowie 3 in Los Angeles. Unterweger geriet jedoch in Verdacht und ist deswegen mit seiner minderjährigen Freundin über die Schweiz in die USA geflogen. 1992 wurde er vom FBI in Miami festgenommen, wo er einen Vorschuss abholen wollte für ein Interview mit dem Magazin Erfolg. Mit Anzug ist er dann 1994 zum Gericht erschienen und hat Folgendes gesagt: Meine Damen und Herren Geschworenen, wir sind jetzt für die nächsten 2 Monate zusammen und ich möchte kein steriler Schauspieler sein. Ich möchte es mit Ihnen so haben wie im Kaffeehaus. Falls Sie Fragen haben, stellen Sie sie bitte und ich werde Ihnen auf alles, wirklich alles eine Antwort geben. Sehen Sie, ich habe den großen Vorteil, dass ich nichts zu verbergen habe, da ich nicht der Mörder bin. Wenn sie mich bei einer Lüge erwischen, dann verurteilen sie mich. Am 29. Juni 1994 wurde er dann verurteilt zu lebenslanger Haft ohne Chance auf Bewährung. Jedoch hat er diese Strafe nie abgesessen, da er sich in der Nacht nach dem Urteil in der Gefängniszelle erhängt hat. Und das war der Österreich-Eisberg. Riesigen Dank an den Place Austria Discord, die mir bei vielen Einträgen geholfen haben. Link ist dazu in der Beschreibung. Und falls ihr einen zweiten Teil vom Österreich-Eisberg wollt oder vielleicht Ideen habt, was da drauf kommen sollte, schickt sie mir gerne über Twitter oder schreibt sie in die Kommentare. Allerdings war es das von mir. Mehr Videos kommen wieder bald und Peace.